Endlich Schluss mit Winterpause. Der BVB reist zum FC Augsburg. Es geht los mit der Rückrunde. Bei mir ist Florian Gröger. Florian, wie sehr kribbelt es denn schon? Nicht nur bei den Spielern, sondern auch beim Reporter, dass es endlich wieder losgeht mit Fußball. Ja, zumindest ist man wieder in einem gewohnten Tagesrhythmus. Ne? Erst zwischen den Feiertagen, also Weihnachten und Silvester, und dann Trainingslager ist ja auch so immer, ja, bist du nicht so an Tage gebunden, guckst immer nur, wann das Training, wann sind die Testspiele. Transfer war ja jetzt ziemlich ruhig, ja, Anfang des Jahres. Genau. Von daher war es von der Warte her ein bisschen entspannt, aber seit dem 3. Januar sind wir schon wieder voll dabei. Und jetzt seit dem Trainingsauftakt, und jetzt geht es endlich wieder richtig los sozusagen. Genau. Das erste Rückrundenspiel steht an. Ja, Augsburg, das klingt erstmal so, wenn man aufs Papier guckt, nach einem Pflichtsieg? Fragezeichen? Ja, wie viel hatten wir davon in der Hinrunde? 6, 7? Ah. Paderborn zu Hause. Muss schon fast zweistellig ausgehen. Wie ist es ausgegangen? Also ja, jetzt auch nach der Winterpause. Ja. Blick auf die Fakten. Augsburg war, glaube ich, zum Ende der Hinrunde eine der Überraschungen in der Bundesliga. Glaube ich, 5 Siege aus 6 Spielen. Ja, die haben sich richtig gefangen. Ne? Niederlechner ist schon, wird schon in der Nationalmannschaft gehandelt. Trifft ja auch, oder hat zumindest getroffen, wie er wollte. Also auf dem Papier einfach, aber mit einem Heimspiel, denke ich mal, wäre es für den BVB einfacher geworden. Ja, und wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, so ein Spiel, was wieder unentschieden ausgeht und die Aufholjagd schon direkt beendet, aber so weit wollen wir noch nicht gehen. Und der BVB hat natürlich selbst ein paar Probleme, die er mit sich rumschleppt. Es sind angeschlagene Spieler schon in die Winterpause reingegangen, die immer noch nicht so hundertprozentig fit sind. Aber du hast es gerade schon gesagt, Aufholjagd. Der BVB muss, wenn er denn wirklich noch Meister werden will, ein bisschen was gut machen. Wie schätzt du Stand jetzt die Chancen ein? Kann dem BVB das gelingen? Kann er Meister werden? Also ich glaube, Skepsis ist angebracht, gerade nach der Vorbereitung, die ja auch aufgrund der personellen Lage durchwachsen war, aber auch die Testspiele, da waren schon wieder alte Muster zu erkennen, viele Ballverluste im Aufbau, Julian Brandt, Mo Dahoud, so mal zwei, jetzt Negativbeispiele in Anführungsstrichen, Paco Alcácer, wo du auch aktuell nicht weißt, hängt auch irgendwie so im luftleeren Raum, weiß man nicht, bleibt er, geht er, also macht jetzt auch nicht den engagiertesten Eindruck in dem Spiel, wo er dann auf dem Platz stand. Ja. Es gab einfache Gegentore, was wir auch in der Hinrunde leider schon sehen mussten. 4 Stück, genau. Manuel Akanji wieder ein anderthalb Böcke, Roman Bücke hat auch einmal daneben gegriffen. Also Skepsis ist angebracht, aber wenn man da aufs Auftaktprogramm schaut, wenn man jetzt Augsburg wirklich dann auch, ich glaube, egal wie, auch wenn es irgendwie ein dreckiges 2:1 ist, ist es erstmal egal. Und dann das Doppelheimspiel gegen Köln und Union. Also ich denke, man muss 9 Punkte holen, um den Druck aufrechtzuerhalten. Und dann spielt Leipzig, glaube ich, am 20. Spieltag gegen Bayern und am 21. gegen Gladbach. Schalke spielt jetzt im Auftakt gegen Gladbach. Also die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Und ich denke mal, wenn man so eine kleine Serie startet, dann wäre man auf jeden Fall wieder in Schlagdistanz. Extrem wichtig, also ein guter Start für den BVB in die Rückrunde. Und dann kann man vermutlich auch so ein Zeichen setzen damit und sagen, wir sind wieder oben dran. Und dann ist womöglich auch die Zuversicht wieder da. Mit welchem Personal der BVB gegen Augsburg spielen kann, wer mitreisen kann, runter ins tiefste Bayern, das sagt uns Tobias Jörn. Er war beim Training des BVB und bei der Pressekonferenz heute mit Trainer Lucien Favre. Tobias Jörn, bitte. Zumindest an den Namen, die Lucien Favre am Samstag in Augsburg zur Verfügung hat, sollte eigentlich ein erfolgreicher Rückrundenstart nicht unbedingt scheitern. Marco Reus, Thorgan Hazard, Erling Haaland, der Neuzugang. Sie werden alle mit nach Augsburg fahren und sie sind auch alle einsatzfähig. Die Frage ist so ein bisschen, wie weit sind die schon? Marco Reus ist später eingestiegen in die Vorbereitung. Auch Erling Haaland hatte im Dezember eine lange Phase, in der er nicht trainieren konnte. Ich denke, dass Haaland wahrscheinlich ein Kandidat ist, um von der Bank zu kommen. Marco Reus und Thorgan Hazard erwarte ich eigentlich in der Startelf. Und dann wird es eben darauf ankommen, wie lange die Kräfte reichen. Und insofern, ja, muss der BVB so ein bisschen schauen, was personell möglich ist. Eine Personalie hat Lucien Favre für seine Verhältnisse sehr offensiv verkündet, nämlich Gio Reyna, der Youngster, der in Marbella einen guten Eindruck im Trainingslager hinterlassen hat und jetzt auch fest zum Profiteam gehört, nachdem er in der Hinrunde noch bei der U19 dabei war. Der steht auf jeden Fall im Kader, so hat es Lucien Favre gesagt. Und das klingt so ein bisschen nach Belohnung und vielleicht ist ja auch Gio Reyna schon ein Kandidat, um die BVB-Offensive in Augsburg zu beleben. Ja, also wir hören es, die personelle Lage hat sich ein bisschen entspannt zumindest. Der BVB kann eine richtig gute Mannschaft aufbieten in Augsburg. Erling Haaland, der neue junge Norweger, der Hoffnungsträger im Angriff. Wie schätzt du ihn ein, so nach den ersten Eindrücken, nach den ersten Trainingseinheiten? Kann der dem BVB sofort helfen? Also hast du schon mal schön betont den Namen, muss ich sagen? Ja, habe ich geübt. Mhm. Am Anfang habe ich den Erling Haaland genannt. Ja, geht gar nicht. Im Ruhrgebiet wird auch das gehen, der Haaland. Ja. Aber Haaland, hat mir ein Norweger gesagt, das wäre richtig.
Also muss ich ehrlich sein, ich habe noch keine Trainingseinheit von ihm gesehen. Allerdings Dirk und Jürgen, die mit dem Trainingslager waren, auch nicht. Er hat, glaube ich, zweimal mittrainiert. Ja, stimmt. Ich habe die 20 Minuten gesehen, wo er gespielt hat. Oder nee, 45 waren es. Da hat er ja zum Schluss zwei Chancen gehabt. Also ist noch ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Aber ich glaube, dass ein Startelf-Einsatz in Augsburg noch zu früh kommt. Weil, wie gesagt, er hat jetzt diese Woche voll trainiert. Es gab ja auch nochmal ein internes Testspiel 11 gegen 11. Da ist er laut Lucien Favre viel gelaufen. Mhm. Kann man jetzt so und so interpretieren. Aber ich glaube, dass man die zwei Wochen jetzt nutzt, die man jetzt hat, wo noch keine englische Woche ist. Es geht ja dann Anfang Februar erst mit dem Bremen-Spiel im Pokal los. Dass man die noch nutzt, um ihn ein bisschen enger ins System einzufügen. Das muss ja auch ein bisschen modifiziert werden. Und von daher denke ich mal, dass er als Joker also auf jeden Fall mitfährt und dann je nach Spielstand dann auch mal 20, 30, 15 Minuten spielen kann. Womöglich werden wir ihn also ein paar Minuten sehen und schauen, was er vielleicht schon bewegen kann. Wir haben im Vorfeld des Spiels mit Augsburg-Manager Stefan Reuter gesprochen. Der hat ja auch eine sehr illustre BVB-Vergangenheit, hat hier lange gespielt, hat tolle Erfolge erzielt, hat dann danach auch noch ein bisschen im Club mitgearbeitet. Jetzt erfolgreiche Arbeit beim FC Augsburg und der hat im Vorfeld gesagt, Mannschaft geht's gut, sind viele fit oder fast alle fit und er hat zwar und damit der ganze FC Augsburg Respekt vor Borussia Dortmund, aber der Club will eben auch punkten gegen den BVB. Ist das Pfeifen im Walde oder kann das dem FC Augsburg wirklich gelingen? Der BVB ist ja zuletzt nicht so wirklich auswärts stark dahergekommen. Ja, das kann man so sagen. Ja, ist sowohl als auch. Ne? Also stellt sich jetzt keiner hin und sagt, Hauptsache nicht zweistellig verlieren oder nicht hoch verlieren. Aber ich glaube, dass Augsburg dann auch mit den Punkten, die sie vor der Winterpause geholt haben, ist ja auch ein Phänomen beim FC Augsburg. Ne? Werden jedes Jahr so als, dieses Jahr erwischt sie. Mhm. Aber dann haben sie auch Phasen, wo sie 4-5 Spiele hintereinander verlieren. Sie haben ja, wechseln ja auch häufiger mal einen Trainer. Aber sie haben dann auch halt so Phasen, wo sie dann 4-5 Mal gewinnen. Und ja, dann sind sie halt nicht 16., sondern jetzt, keine Ahnung, 10., 9. Also wenn das so weitergeht, sind sie sogar auf Tuchfühlung Europa League. So verrückt die Liga in diesem Jahr ist, ja alles eng zusammen. Also ich denke schon, dass das durchaus berechtigt ist. Ich meine, die sehen ja auch, was in Dortmund, dass jetzt nicht alles rund läuft und dass sie sich halt durchaus was ausrechnen können. Ne? Und auch im Anbetracht des letzten Vergleichs in Augsburg. Ne? Das Spiel haben wir ja auch noch in leidvoller Erinnerung. Ne? Da 1-2 Niederlage, Augsburg zuletzt, wie du es gesagt hast, generell deutlich stärker als zu Saisonbeginn. Da gab es hier in Dortmund den 5-1 Heimsieg zum Saisonauftakt. Das ist, glaube ich, nicht mehr zu erwarten. Die Augsburger sind deutlich stärker als zu Beginn der Saison. Ja, das Zusammenspiel klappt besser. Sie haben, Lucien Favre heute auch gesagt, wird ja da auch schon wieder ins Videostudium gegangen sein in den letzten Tagen. Viele Neuzugänge auch erst auf den letzten Drücker verpflichtet. Also bis sich das dann mal eingespielt hatte, war es dann wahrscheinlich Oktober. Und ja, seitdem klappt es ja da auch deutlich besser. Und wie gesagt, sie stehen jetzt in der Tabelle wirklich gut da. Von daher. Was tippst du abschließend? Glaubst du, dass dem BVB der Auswärtssieg gelingt? Ja, es wird knapp. Also ich glaube jetzt nicht, dass es 0-4 wird. Wobei, ich mache jetzt mal den Boris Ruppert. Es gab einmal einen neuen Stürmer beim BVB, der dann bei seinem ersten Spiel in Augsburg dreifach getroffen hat. Wer war das? Und hatte die gleiche Rückennummer wie jetzt Erling Haaland. Ja, nu. Kommt aus Gabun. Kommt aus Gabun? Hilf mir. Pierre Emerick. Aubameyang. So, echt? Ja, irgendwann haben Dortmund dann mal am ersten Spieltag 5-0, 4-0 und Aubameyang hat drei Tore geschossen mit der Nummer 17, die Haaland jetzt auch hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, 1-2. Ganz schmutzig. Ob dein Tipp wahr wird und was es alles rund ums Spiel zu erzählen gibt, unter anderem lesen Sie bei uns online auch, was eben Augsburg-Manager Stefan Reuter so rund ums Spiel gegen die Borussia sagt und natürlich das komplette Spieltagspaket vorher, nachher mit unseren Reporter-Einschätzungen, mit allem, was dazugehört, auf ruhrnachrichten.de.